Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpott Basics. Wir wollen uns beschäftigen mit dem Vorrang der Fachplanung. Fachplanung liegt in rechtlicher Perspektive immer dann vor, wenn der Gesetzgeber an irgendeiner Stelle sagt, ein Vorhaben sei nur zulässig, wenn der Plan zuvor festgestellt wurde. Das heißt, es bedarf der Planfeststellung eines förmlichen Verwaltungsverfahrens. Das macht der Gesetzgeber dann, wenn insbesondere Infrastrukturvorhaben von besonderer Gemeinwohlbedeutung vorliegen und die sollen sich dann auch natürlich in besonderer Weise durchsetzen können. Wir wollen uns hier jetzt mit der Durchsetzung der Planfeststellung, der Fachplanung gegenüber der gemeindlichen Bauleitplanung beschäftigen und die ist zugrunde gelegt in § 38 BauGB. 38 BauGB lautet auf Planfeststellungsverfahren und sonstige Verfahren mit den Rechtswirkungen der Planfeststellungen und so weiter, sind die Paragraphen 29 bis 37 BauGB nicht anzuwenden, wenn die Gemeinde beteiligt wird. Die 29 folgende BauGB sind auf Fachplanungsvorhaben nicht anzuwenden. Die Paragraphen 29 folgende BauGB, ich habe das in einem anderen Ruhrpott Basic ja schon angesprochen, regeln die Zulässigkeit von Vorhaben. Also die BauGB-Vorgaben für die Zulässigkeit von Vorhaben aus 29 folgende sind nicht Zulässigkeitsvorgaben für die Fachplanung. Und das heißt insbesondere, meine Damen und Herren, dass § 30 BauGB für die Fachplanung nicht gilt. Und das wiederum heißt, dass für ein Gebiet, für das ein Bebauungsplan gilt, sich die Zulässigkeit eines baulichen Vorhabens der Fachplanung nicht nach den Vorgaben des Bebauungsplans richtet. Der Bebauungsplan ist also für die Fachplanung nicht verbindlich. Die Fachplanung darf sich über den Bebauungsplan hinwegsetzen. Wenn der Bebauungsplan Wohngebiet vorsieht, darf also trotzdem die Fachplanung wegen § 38 BauGB kommen und sagen, wir bauen hier eine Autobahn. So, das ist natürlich eine erhebliche Einschränkung der kommunalen Planungshoheit, weil dann auf einmal die staatliche Planung sagt, ist uns egal, was ihr hier plant, wir machen jetzt hier eine Autobahn. Dementsprechend bedarf es des Schutzes der kommunalen Planungshoheit und ich habe es ja vorgelesen, 38 gilt grundsätzlich nur, wenn die Gemeinde beteiligt wird. Die Gemeinde ist also im Fachplanungsverfahren zu beteiligen. Nur angemerkt, der Vollständigkeit halber sagt, 29 folgende beziehen sich dann auf den Bebauungsplan, § 30, nicht auf den Flächennutzungsplan. Die Freizeichnung der Fachplanung vom Flächennutzungsplan ist nicht in 38 geregelt, dafür gelten besondere Normen, aber auch da gilt letztlich, kann sich die Fachplanung auch über die Flächennutzungsplanung sehr, sehr weitgehend hinwegsetzen. Das besprechen wir ein andermal. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.